weiter kann es gehen. Ja, hier mit Ambi ist das nicht wirklich ein Problem. Ich sollte einfach meine Fresse halten. Dann kann... Ja, ich... Ja, das... Ach, Mensch. Einen wunderschönen guten Tag, alle meine Anhänger zusammen. Ich bin's mal wieder, euer B-Dude. Und heute ist mal wieder ein weiterer, wunderbarer, abgefuckter und auch etwas verstörender Montag. Demnach grabe ich mal wieder meine Kategorie alt und geil für euch heraus. Mit dem nächsten Teil, ich glaube, es ist der dritte von Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. So, ja, genug erzählt. Wir springen gleich mal in das Spiel hinein. Und da seht ihr, dass wir uns jetzt in der zweiten Welt befinden mit dem wunderbaren Titel Krokodilkessel. Und da waren wir auch schon, ja, ein bisschen vorangekommen. Könnt ihr das ja hier nochmal angucken. Zum Beispiel Lava Samba haben wir geschafft. Oder auch die Böllergrube, genauso wie die Lava Lagune. Und den heißen Ritt haben wir anscheinend nicht geschafft. Ja. So sieht's aus. Und da machen wir jetzt weiter. Auf geht's, heißer Ritt. Haben wir das Level nicht beim letzten Mal schon mal probiert? Ich glaube einmal ganz kurz, das könnte sein. Wir schauen uns das jetzt hier nochmal an. So. Hey ho, Diddy Kong. So, wie das immer so üblich ist, muss ich mich erstmal jetzt wieder in die Steuerung reinfuddeln. Irgendwie habe ich jetzt durch mein Mikrofon hier, ich habe mir jetzt einen neuen, Gedönsständer zugelegt. Aber irgendwie dachte ich, das funktioniert besser, als das hier der Fall ist. Denn ich habe gar keine Möglichkeit mehr, hier meinen Controller irgendwie zu halten. Mit dem tollen Ständer davor. Ja, egal. Weiter geht's. Ja, das Level haben wir auf jeden Fall schon gezockt. Ich dachte, wir hätten das geschafft gehabt, aber anscheinend nicht. Ach, die Musik ist schon wieder so göttlich. Und wir haben das Cake wie Kiddy Kong. Huh. So. Huh. Da oben ist unser Homie Rumby. Den holen wir uns doch. Zack. Bats. All die Fresse. Zack. Drauf. Und auf die dumme Spinne jumpen wir auch nochmal drauf. So. Huh. Ja, ein Wunder, dass dieser Ballon überhaupt mit so einem riesigen Nashorn drauf nicht sofort sinkt. Schon sehr ulkig. Nee, das haben wir noch nicht gezockt, das Level. Das ist ein neues. Komisch. So, wir brauchen das Au. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier? Ja, komm schon. Zack. Und das Oh, wie Oh shit. Und weiter kann es gehen. Ja, hier mit Ambi ist das nicht wirklich ein Problem. Ich sollte einfach meine Fresse halten. Dann kann... Ja, ja, das... Ach, Mensch. Dude, warum bist du so blöd? So, gleich nochmal. Bam. Holen wir uns wieder den guten Rambi. Für fette Ram-Action. Das nehmen wir diesmal mit hier. Das macht uns die Stelle mit Rambi ein bisschen einfacher. So, erstmal das hier. Da juckt meine Nase kurz. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Sehr gut. Bam. What ist das denn gewesen? Och, Mann. Drecksspiel. Mein Gott. Gut, jetzt haben wir Rambi nicht. Das heißt, es wird viel lustiger werden. Als das gerade schon der Fall war. Oh, mein Gott. So, weiter geht's. Wir holen uns natürlich die Bananenmünze. Oh. Gott. Ah.
Oh oh. Oh oh. Ich will dazu nichts mehr sagen. Wir probieren es einfach nochmal. So. Bam. Ja. So, und jetzt holen wir uns nochmal das K. So, so man das gerade sollte hier, so ein Blödsinn. Zack. Trotzdem geil. Trotzdem vielen Toten, ich liebe dieses Spiel. Und ihr müsst es alle spielen, unbedingt. So, und da gibt es wieder das O für uns. So. Und weiter geht's. Dum, 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 dum. So macht man das nämlich. Hier auch cool, wie da hinten Diddy Kong in der Luft lang läuft. Der kann es auf jeden Fall. Warum nehme ich nicht Diddy Kong? Der kann anscheinend schweben. Guck mal, ob hier noch was ist. Nein. Schade, kein Rambi mehr. Zack. Aber dafür ein Safe-Fass. Das ist ja auch schon mal was. Und Wespe stirbt. Zack, zack. Nein! Wie ich immer einen falschen Knopf drücke. Zum Fliegen muss ich nochmal B drücken. Ich denke immer, das reicht, wenn ich da Y gedrückt halte. Ach, meine Güte, so ein Schwachsinn. Naja, aber guck mal, wir haben 41 Leben. Also, ich berichtige mich, 40 Leben haben wir. Also können wir ruhig noch ein paar Mal so sinnlos in die Schlucht hüpfen. Fuck! Oh. Ja, wie soll das denn hier funktionieren? Ah, logisch, mit den Dingern kann man durch die Gegenstände durchfliegen. Absolut nachvollziehbar. Sammle die Sterne. Na komm, dann sammeln wir die doch einfach mal. Hua. Zack. Und da gehört uns die Crab-Münze. Woo! Zack. Gleich nochmal speichern. Scheiß drauf. Ja, das war ein bisschen cheatig. Das habt ihr jetzt mal nicht gesehen. Und hoch geht's wieder für uns. Oh oh. Geht das denn? Achso, ja, ist klar. Können wir denn hier switchen? Ich versuche jetzt was ganz Dummes. Yes!
Mann, das ist doch mal eine Stelle hier für uns. Na genau. Das war eine knappe Kiste. Sehr gut, Diddy. Du hast den Flow. Nein! Prost. So eine bescheuerte Aktion. Ach, scheiße. Ja, ich dachte, da kann man vielleicht wieder durch die Wand durchfliegen. Und da dachte ich, da kann man vielleicht durch die Lava durchtauchen und schwimmen. Das wäre auch eine sehr coole Geschichte gewesen. Aber natürlich ist das nicht der Fall. Ey, Alter, wie hänge ich mich hier an diesem Level die ganze Zeit auf? Das gibt's doch nicht. Yeah. Voll zu smack the bitch. Oh, knappe Kiste. Und hoch wieder. Naja. Sehr stark. Sag mal, will mich das Spiel eigentlich vollkommen verarschen? Was passiert denn hier? Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin durch den Ballon durchgefallen. Mann! Da passiert ja aber auch jeder Scheiß. Dafür leidet die Wespe jetzt. So. Ey, das klappt anscheinend nicht mit dem Fliegen, wenn man auf den Gegner abspringt, so ein Scheiß. Ja. Ich werde diesen Part wahrscheinlich Be a Dude im Rage Mode taufen, wenn das so weitergeht. So. Oh, knappe Kiste. So, und jetzt nicht wieder verkacken. Zack. So, alles ganz geschmeidig machen. Ja, nicht versuchen, ein bisschen Speedrun zu zocken. Ja, Speedrun zu zocken, indem ich 8000 Mal in einem Level sterbe. Oh, war das knapp. So, weiter geht's. Diddy, der jongliert derweil ein wenig, weil ihm das etwas zu langweilig ist. Batz. Umgesmackt. So, wo geht's jetzt hier für uns lang? Nee, darum nicht. Hier rüber geht's. Oh Gott, ich seh's doch schon wieder. Schneller, Diddy! Ding, ding, ding. Hier muss es aber irgendwo noch einen Bonusfass geben. Haben es bestimmt schon verpasst. Ich springe jetzt hier einfach nochmal. Nee. Oh, 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 oh. Knapp. Vor allen Dingen, wir sind nur noch alleine. Scheißdreck. Das wird nicht easy. Oh. Nein! Huh, was ist das denn für eine Stelle? Die ist ja ultra. Ach, komm schon. Heiser Ritt. Dreckslevel. Nee, ist schon ein geiles Level. So, vielleicht versuchen wir jetzt hier einfach mal nicht. Naja, okay, wir müssen mal. Eigentlich schon. Oder wir scheißen einfach auf die Kong-Buchstaben. Wir scheißen drauf. Uah. So, weiter geht's. Diesmal schaffen wir es. Ja. Guck mal,
Kommando zurück. Ja, wir schaffen jetzt einfach das Level. Und vielleicht schaffen wir ja sogar noch die Bonuskiste, falls die hier irgendwo ist. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass danach die Welt vorbei ist. So, jetzt sind wir zu zweit. Jetzt kann uns doch hier eigentlich nichts mehr Schlimmes passieren. So, erstmal nach oben und weiter. Dum 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 dum. Das wird wieder ganz schön tricky hier werden. Oh, ganz knapp unten durch. Ja, okay, das Game müssen wir uns eigentlich nicht holen, aber wir machen es jetzt trotzdem. Los, bist schon runter. Ja, immer schön ducken, Diddy. Und da haben wir es diesmal sogar geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Naja, okay, aber wir müssen ja erstmal das Level noch beenden. Oh, 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 oh. Und wir haben ein Fass verpasst. Scheißdreck, das gibt's doch nicht. Squawks Schacht. Gehen wir erstmal ins Affenmuseum. Niemals werdet ihr so bekannt werden, wie ich es einmal war. Dazu seid ihr zu lasch und untrainiert. Das hier kostet tatsächlich fast nichts. Lava Lagune. Ich habe gehört, dass ich etwas unter dem Blablablub. Ja, na, das gucken wir uns an, wenn wir wirklich die 100% hier machen wollen. Museum verlassen. Naja gut, dann müssen wir mal ja noch in Squawks Schacht. Also kommt doch noch ein Level. Holla, die Waldfee. Mal gucken, ob wir das hier schaffen. Oh Gott, die Typen, die kenne ich noch. Die habe ich verabscheut. Oh. Heftig. Was war das denn? Das war ein ganz schön hartes Level, muss ich auf jeden Fall sagen. Alter Schwede, puh, war das heftig. Puh. Ach Gott, den Boss kenne ich auch noch. Naja klar, wir zocken das jetzt aber schon nochmal richtig. Ich will ja hier keine Level überspringen. So ein absoluter Blödsinn. Naja, okay. Wenn ich das schon sehe, will ich das Level vielleicht doch überspringen. Batz. Yes. Ist die Frage hier. Shit. Gleich nochmal. Da müssen wir uns wohl abwechseln. So ging's nicht. Hallo? Ah, alles klar. Oh mein Gott. Yeah! Ein Secret für den Dude. Finde die Münze. Das kriegt man doch hin. Ah, kenn ich. Da haben wir sie. Nee, warte. Yeah, gib uns die Crem-Münze. Komisches Fass. Oder Truhe. Oh Gott, war das dumm.
Naja. Nee. Das wird so ein spaßiges Level werden. Alles von vorne. Das kann der Dude gut. Wir dürfen einfach nicht hier immer unsere ganzen Fucker verlieren. Yes, baby! Jetzt wird hier nicht gespart oder gegeizt. So musste man das, glaube ich, machen. Alter, wie komme ich denn an diese Kackkiste ran? Ich will die Kiste haben. Ich will sie. Unbedingt. Das ist meine Kiste. Meine. Gut, nochmal. Immer schön das K holen. Zack, den umlegen. Dafür passiert das hier jetzt alles wie aus der Pistole geschossen. Oh, oh. So, mach du das, Diddy. Du hast auf jeden Fall den Flow für sowas. Wie soll denn das funktionieren? Scheiße. Kann man sich da vielleicht ducken bei den Haken oder irgendwie sowas? Ich will das jetzt schaffen. Oh oh. Rage Mode. Bald ist es soweit. Ich komme hier überhaupt nicht voran. Es tut mir super doll leid, Leute. Aber er kann denn ahnen, dass ich jetzt schon hier in der zweiten Welt so versage. Ah, vielleicht ist heute auch einfach nicht mein Tag, nachdem das letzte Mal so genial lief für uns. So. Vor allen Dingen, das ist der Anfang vom Level. Oh. Boah, knappe Kiste. Dafür gibt es wieder tolle Musik. Ah. Ja, den hat man doch schon. Ah. Was bringt's mir, Mensch? Jetzt habe ich Diddy verloren. Jetzt komme ich nicht mehr an die gemütliche Spaßtruhe ran. Okay, da wollte ich einfach mal ducken probieren. Hätte ja klappen können irgendwie. Aber natürlich nicht. Wie geht denn das? Hallo, helft mir bitte. Ich stell mich einfach zu blöd an. So, mach du das, Diddy. Oh, oh. Wie geht denn das? Ich weiß wie. Oh, komm schon. Vor allen Dingen, da ist bestimmt was ganz super doll Wichtiges drin, wie zum Beispiel ein O oder sowas. Aber ich will es jetzt wissen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Zack.
Und bam. Los, Diddy, du schaffst es wieder. Batz. Ja, reicht. Wir müssen nicht alle von denen ausschalten. Oder doch? Nicht, dass wir vielleicht noch sterben aus Versehen, weil ich so blöd bin. Oh, Mann. Oh, scheiße. Entschuldigung. Was war das denn gerade? Ist das geil? Eine sinnlose. Hey, aber das war doch mal smart. Oh, jetzt geht's los hier. So, erstmal immer wieder auschecken, ob es hier nicht vielleicht irgendein smartes Secret gibt. Aber das sieht nicht so aus. Oh. Oh. Ja, endlich. So, ist jetzt die Frage, wo es hier für uns lang geht. Geht es jetzt hier weiter? Oder dort? Oh, fuck. Was war denn das, bitte? Habt ihr das gesehen, Leute? Was mache ich denn hier schon wieder die ganze Zeit? Das kann doch gar nicht angehen, ey. Leute. Oh komm, ey, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Drecksspiel. Fuck you. Nein, tut mir leid, das sind nur meine Gefühle, die gerade mit mir durchgehen. Es ist natürlich kein Drecksspiel, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Wenn man natürlich bescheuert ist. Dann kann das nichts werden hier. Ich habe aber hier eine super smarte Idee. Nee, es funktioniert nicht. Schade. Dann habe ich eine andere super smarte Idee. Genau diese. Ich wollte mich volle Kanne in die Wespe reinballern. Warum nicht? Ey, was mache ich denn hier? Was soll denn das? Oh. Ich weiß nicht, was das hier soll. Tut mir leid, Leute. Das ist... Ey, das ist doch mal so ein Epic-Fail. Das geht doch überhaupt gar nicht. Wie, warum kriege ich denn das nicht gebacken hier? Vor allen Dingen, wir haben jetzt das O. Das fucking O. Ja, ich will aber, tut mir leid, ich muss jetzt mich nochmal killen lassen hier. Genau so. Weil ich dort unten noch das Item haben will, diese Bonuskiste. Das ist, muss man doch irgendwie rankommen können. Scheiße, und jetzt haben wir Diddy. Kann natürlich sein, dass wir das jetzt hier nicht hinkriegen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Taktik, mit der das funktionieren wird. Und
zwar mit der nicht. Ey, ich habe aber auch einen Pech, wenn ich dort runterfalle. Ich falle immer genau den Weg, dass ich wieder ganz unten bin. So. Los, Drecksvieh. Und bam, tot. Hahaha. Nein, ich weiß jetzt, wie ich das mache. Ich hole das jetzt von oben, auch wenn das wahrscheinlich falsch sein wird. Aber so wird es funktionieren. Dafür brauchen wir nur halt Dixie Kong, damit wir fliegen können. Und dann schaffen wir mal fix das Level noch hier, ha? Was? So, hier. So funktioniert das nämlich. Finde die Münze, das kriegen wir doch noch hin. Yeah! Das hat sich doch gelohnt für die 150.000 Leben, die wir dort verloren haben. So, jetzt müssen wir das nur noch schaffen. So, endlich der Papagei. Und jetzt kann ich was zu dem guten Herrn sagen. Squawk nennt er sich, deswegen auch Squawks Schacht. Und mit Squawk können wir so überkrass fliegen. Und ich weiß nicht, wir haben das früher immer Kotzen getauft, der spuckt Kokosnüsse. Zack, weggekotzt. Und die wird auch weggekotzt. Zack, in your face. Und in your face too. And den auch noch. Scheiß Dreck. Ja, genau. Nummer 1. Und Nummer 2. Was soll das denn? Was will der von mir? Der kriegt auf jeden Fall Kotze ans Bein. Und die kann man nicht ankotzen. Die sind die sind kotzresistent. Mann! Ich hoffe, es macht euch wenigstens Spaß, mir beim Fehlen zuzugucken. So, und da sind wir wieder hier. Endlich. So, jetzt merkt man, dass ich langsam keinen Bock mehr habe. Hey, komm schon, wir müssen das doch jetzt hier mal noch schaffen. Das kann doch nicht sein. So. Komm schon. So, die schalten wir jetzt diesmal nicht alle aus. Ja, scheiß drauf. Da gibt's einen neuen. Nein, scheiß. In your neck. Wow. Zur Hölle ist hier die DK-Münze. Naja, egal. Holen wir uns lediglich noch das G. So eine Scheiße, aber wir haben es wenigstens geschafft. Okay, so hart war es jetzt im Endeffekt auch nicht. Ich weiß aber nicht, warum ich da die ganze Zeit so episch verloren habe. Wir speichern trotzdem mal lieber. Immerhin 2 Level geschafft bei meinem Superskill. So. Können wir wieder rausgehen. Zack. Und werden jetzt nochmal versuchen, den Endgegner zu plätten. Auch wenn die Zeit an sich mir sagt, dass das schon wieder viel zu lange ist alles.
So. Zack. Irgendwas mit Cleaves Feuerschwert oder so war das jetzt hier. Und da kann ich mich noch erinnern, der war echt nicht einfach. Zumindest habe ich den noch so im Gedächtnis. Super smart. Sollte es das etwa schon gewesen sein? Nein. Oh, fuck it. Was macht denn der jetzt hier? Uah. Uah. Oh, was soll denn das? Alter Schwede. Der erste Endboss, der hier mal richtig das Faustdick hinter den Ohren hat, wie ich finde. Holla, die Waldfee. Oh, fuck! Das ist ja noch simpel hier. Es sei denn, man heißt Be at Noob. Das muss doch irgendwie möglich sein, hier nicht zu versagen. Meine Güte. So, jetzt nochmal hier. Rüber, rüber, rüber. Jetzt kommt die Kugel. Und jetzt kriegt er das so in die Fresse. So, hier, guck mal einfach weiter. Batz. Oh nein! Jawoll! Und da haben wir ihn wieder besiegt. Ich komme, ich will ihn jetzt noch platt kriegen. Okay, das ist eigentlich gar nicht so tricky. Natürlich die Frage, wie das hier, wie die sich das gedacht haben. Jawohl! Oh oh. Oh oh. Nicht cool. Oh oh. Oh oh. Schneller, schneller, komm! Ja, ja, und hol dir das Ding. Und jetzt macht das Teil kaputt. Finish him! Yes, Diddy, du bist der King. Kremkai würde als nächstes folgen. Hier haben wir jetzt natürlich ganz, ganz viel Zeug verpasst und ich will es eigentlich komplett haben, aber da werde ich mir dann mal ein paar Gedanken machen, wie wir das hier lösen werden. Aber wir haben es auf jeden Fall mit der zweiten Welt jetzt endlich zum Ende geschafft. In zwei Parts, alter Schwede. 40 Minuten hier für die drei Level gebraucht. Aber gut, man muss halt auch mal ein kleiner Noob sein. So, wir speichern nochmal bei der guten Tante hier. So. Alles klar. Und dann reicht das, glaube ich, erstmal hier für heute. Wir gehen wieder aus der Kong-Schule. Yo, das war's dann mit dem, ich glaube, nunmehr dritten Teil von Donkey Kong Country, also dem dritten Teil meiner Let's Play-Reihe von Donkey Kong Country 2. Ich sollte es immer komplett sagen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ein Abo ist auch immer gerne gesehen. Und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder oder morgen mit einem anderen Video aus einer anderen Spielreihe. Mal gucken, was hochgeladen wird. Wahrscheinlich The Evil Within. Ich bin's, euer BeatDude. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.